Ja, YouTube. Heute am heiligen Ostersonntag bin ich nicht bei der Familie. Spaß. Ich war heute Mittag bei der Familie. Heute Abend auf dem Weg nach, oder jetzt auf dem Weg nach Karlsruhe. Und zwar ist dort von der Tuning-Szene Karlsruhe quasi Saison open. Oder als, ja, das erste große Treffen. In dem Fall die Herzen Tuning Night. Geht bis 0 Uhr nachher. Das heißt, wenn ihr, ja, ihr seht das Video jetzt natürlich nicht. Das würde ich gerade sagen, kommt doch auch rüber, aber das Video kommt erst morgen. Ja, da gehen wir jetzt hin. Und da werde ich versuchen, euch ein bisschen Eindrücke zu erhaschen. Wir waren letztes Jahr schon bei der Hyphonics Tuning Night. Die ist, soweit ich weiß, am 20. Mai. Auch in der Durlachallee, am Durlach Center. Das ist eine richtig coole Veranstaltung. Also könnt ihr euch schon mal vormerken, 20.05. Da werden wir definitiv auch da sein an dem Tag. Ja. Danke noch zum Thema Ford Focus RS, dass ihr das so zahlreich kommentiert, dass ihr das so zahlreich unterstützt. Habt da einige gute Tipps bekommen. Ihr habt einige gute Tipps bekommen, habt da schon ein positives Feedback. Und freue mich auch auf das, was da nächste Woche alles ansteht und kommt. Unter anderem Prüfstand. Dann geht's los mit den ganzen Umbaugeschichten, Fahrwerk, Ansaugung, Ladeluftkühler. Da werde ich euch auch noch auf ein Video eingehen mit dem Thema Ladeluftkühler, weil der Serie doch relativ lustig ist, was Ford da gemacht hat. Und zwar haben sie den Ladeluftkühler zu einer gewissen Fläche abgeklebt. Und dann werde ich euch mal erklären, warum das so ist. Und natürlich den Unterschied von Serienladeluftkühler zum Wagner-Ladeluftkühler, der ist natürlich schon deutlich. Aber das nächste Woche. Jetzt zurück nach Karlsruhe. Ich denke mal, wir sind in der nächsten halbe Stunde, 35 Minuten dort. Angeblich regnet es da gerade nicht, was wir von Bekannten und Freunden gehört haben. Und dann werden wir mal versuchen, euch ein paar Videos zu machen, ein paar Eindrücke. Ja, dann sehen wir weiter. Würde ich sagen, bis gleich. Ciao.
Ja, jetzt auf dem Rückweg von Karlsruhe, in dem Fall vom Durlach Center, von der Herz Tuning Night. Haben ein paar coole Jungs getroffen. Ivo war da, Krawallbrüder. Hier nochmal viele Grüße, der Gründer von TRD Light. Kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Auch hier nochmal vielen Dank, nettes Gespräch. Ebenfalls zu Besuch Kille 007. Rund um Kubi und Robert und der Mert natürlich. Hier auch nochmal vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Waren ein paar nette Gespräche, es waren ein paar schöne Autos da. Gut, man muss bedenken, wir haben Saison Opening, das heißt, und Ende März, Anfang April, das heißt, es sind noch ein paar Autos auch noch im Winterschlaf und viele auch noch drinnen wegen Thema Salz, wegen Thema Regen und Wetter. Das heißt, wir hatten eine begrenzte Stückzahl, sag ich mal, an. Ich will jetzt da niemanden beleidigen, aber halt an hochklassigen Fahrzeugen. Ich denke, das wird jetzt dann in den nächsten Wochen wieder besser, wenn dann die ganzen Sportwagen und Supersportwagen wieder zugelassen sind oder wieder auf die Straße dürfen. Und da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auf die Treffen dieses Jahr. 22.04. zum Beispiel Motorworld Region Stuttgart, in dem Fall in Böblingen. Definitiv genial. Am 20.05. Hyphonics Tuning Night. Soweit ich weiß, dieses Mal laut Mert, danke für den Hinweis, in Zinsheim am Museum. Wird geil, wird ein geiles Treffen. Ich bin gespannt, ich habe richtig Lust und freue mich auf mehr. Ja? Hat mich gefreut, euch da ein bisschen ein kleines Video zaubern zu dürfen. Ich hoffe, es passt soweit für euch. Wie schon gesagt, es hat relativ schnell gedämmert. Bildmaterial ist ein bisschen begrenzt. Und ich muss zugeben, ich habe ohne Stativ Fotos und Videos gemacht. Ist bei Nacht immer ein bisschen schwierig mit Fotos. Ich hoffe, es passt soweit. In dem Fall Greets und eine schöne und ruhige Nacht. Bis bald. Ciao.